Sie bringen den leckeren Honig. Und auch wenn manche Menschen Angst vor ihnen haben, eines ist sicher, Bienen sind extrem wichtig für die Natur. Denn sie tragen zur Artenvielfalt tausender Pflanzen bei. Daran soll der heutige Weltbienentag erinnern. Der Erlenbacher Imker Heinz Pfalzgraf weiß, wie bedeutend die kleinen Tiere wirklich sind. Das hängt mit unserer Umwelt zusammen, ganz stark mit der Umwelt. Motorisierung, Landwirtschaft, noch schneller Steingärten ideal, keine Blumen mehr. Die Landwirtschaft ist ein großes Problem. Wenn jetzt halt Mai rum ist, blüht im ganzen Feld nichts mehr. Die Bienen, die wo bei der Imker sind, die überleben es. Wir sorgen für die Bienen, dass sie es überleben. Neben den Menschen gibt es eine weitere Gefahr, die grassierende amerikanische Faulbrut. Die Seuche befällt aktuell Bienenvölker im Landkreis Germersheim und an der südlichen Weinstraße. Der Bestand von Herrn Pfalzgraf ist nicht befallen, das will er uns zeigen, aber möchte unserer Reporterin Olivia vorher lieber noch Sicherheitskleidung anziehen. Da ist die Brut, die man hier sieht, die ist dann faul, läuft raus wie Sirup, wie dicker Senf und stinkt furchtbar. Das ist die amerikanische Faulbrut. Hauptsächlich wird es eingeschleppt durch Honig, der vom Ausland kommt. Honigglas werden in den Altcontainer geschmissen, in den Glascontainer. Bienen riechen das, holen sich dort den Honig und bauf, dann haben wir es. Sobald die Seuche festgestellt ist, wird Honig komplett verbrannt. Damit gibt es dann keine Ansteckungsmöglichkeiten mehr. Für den Menschen hingegen ist die Krankheit vollkommen ungefährlich. Den Beständen von Herrn Pfalzgraf geht es gut und deshalb lässt es sich unsere Reporterin Olivia auch nicht nehmen, ein Mitbringsel mitzunehmen. Und weil von Herrn Pfalzgraf zum Glück alle Bienenvölker völlig gesund sind, können sie auch weiterhin fleißig Honig produzieren. Und deswegen habe ich mir jetzt auch ein Gläschen mitgenommen. Ohne Bienen wären Mensch und Umwelt aufgeschmissen. Und das sollten wir nicht nur heute am Weltbienentag nicht vergessen.